Wenn ich merke, ich setze mich eigentlich nur zu meditieren hin, damit es mir hinterher besser geht, dann ist für mich nicht die Zeit, an der Stelle zu meditieren, sondern nicht um die Angst zu kümmern. Die Angst, die ich habe, dass ich vielleicht nicht in mein Leben komme, wenn ich nicht endlich mein Ego überwinde. Und dann macht es mehr Sinn, Emotionsarbeit zu machen, emotionale Begleitung zu machen, mit der Seite, die glaubt, ich muss erst noch was überwinden. Dass ich meditiere, um bestimmte Weitungszustände erfahren zu dürfen, was ja sehr, sehr sinnvoll sein kann. Also ich meditiere sehr viel und man kann ja da wunderbare Erfahrungen und sehr, sehr berührende Dinge erleben. Aber wenn Meditation als Bypass genutzt wird oder Spiritualität als Bypass genutzt wird, um schwierigen Emotionen uns zu weichen, werden wir unserem Menschsein nicht gerecht. Wir sind nicht ätherische, geistige Wesen. Wir sind auch fleischliche, inkarnierte Wesen mit allen Emotionsproblemen, die eben ein menschliches Leben mit sich bringt. Und eine Spiritualität, die quasi beides umfasst, ist aus meiner Sicht eine Spiritualität, die dem Menschsein